Jeder kennt den endlosen Kabelsalat in der Schublade. Und mit jedem neuen Gerät kommt ein weiteres Kabel dazu. Dank einer neuen Einigung der Unterhändler des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten soll damit doch schon bald Schluss sein. Für Geräte wie Handys, Tablets und Digitalkameras soll ab Herbst 2024 das einheitliche Steckerformat USB-C in der EU eingeführt werden. Das spart Ressourcen, schont das Klima und die Nerven der Verbraucherinnen und Verbraucher, so die Europaabgeordnete der Grünen Anna Cavazzini. Der Hauptgrund für diese Einigung seien die rund 11.000 Tonnen Elektroschrott, die jedes Jahr durch nicht genutzte Kabel entstehen. Mit der Umstellung auf ein einheitliches Steckerformat könnten rund 1.000 Tonnen Elektroschrott eingespart werden. Die derzeit vertretenen Steckerformate sind Micro-USB, USB-C und Lightning von Apple. Bereits im letzten Jahr wehrte sich der US-Konzern Apple gegen das Vorhaben der EU. Wenn Apple seine Produkte weiterhin in der EU verkaufen will, muss der Konzern in Zukunft wohl auch einheitliche Ladestecker produzieren.